Yo, moin Leute, willkommen zu World of Dust Gaming, eurem Channel für den freshesten Arena of Valor Content. Und nachdem ich ja jetzt einige leidgeplagte Spiele im Ranked gezeigt habe, soll es heute etwas Balsam für die Seele geben. Ich werde mit Flash in den Jungle gehen. Ein Spiel, das ich gerade erst vor kurzem aufgenommen habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und an diesem Spaß möchte ich euch natürlich teilhaben lassen. Also von daher freut euch mal wieder auf ein etwas positiveres Aus. Gehen eines Spieles. Wie immer am Anfang eines Videos möchte ich euch einmal ganz kurz durch mein Bild führen. Equipmentmäßig hier einmal ganz kurz das, was ich in den Jungle mitnehme. Der Kern besteht eigentlich aus den Gilded Greaves und dem Jungle Item. Das sollte ganz logisch sein, dass man das am Ende mitnimmt. Wenn man Probleme im Laufe des Spiels hat, durch die Rüstung der Gegner zu kommen, kann man hier natürlich auch Enchanted Kicks nehmen für etwas zusätzliche Magie-Penetration. Ansonsten Boomstick, Banwith's Agony und auch noch Diadem sind so die Staple-Items, die man in diesem Bild nimmt. Und um am Ende noch hoch zu skalieren, kann man noch Holy of Holies nehmen, weil 400 Ability Power. Wow, was kann man daran nicht mögen? Also wirklich sehr geiles Item. Muss man aber halt ein bisschen farmen, um dahin zu kommen. In der Arcana Sektion habe ich mich hier für Flurry entschieden, also Magic Penetration right from the start. Das bekommt ihr hin, wenn ihr das so haben wollt wie ich, indem ihr 10-mal Violate mitnehmt, 10-mal Devour, was ganz gut ist, weil ihr noch 10% Lifesteal bekommt auf eure Fähigkeiten und dann eben Flurry hier für 6,4 Punkte Magic Penetration. Und Attack Speed ist sogar für Flash ganz ordentlich, weil es ist ja ein Melee-Champion, der auch mit seinen Fäusten durchaus mal regelt, von daher gar nicht so verschenkt wie auf manch anderem Helden. Bei den Enchantments gibt es hier für mich genau eine Wahl, das ist Curse of the Death. Wenn ihr etwas trefft, dann gibt es einen Mark auf dem Enemy. Das ist natürlich sehr schön mit eurer S2, wo ihr ja einen Hagel an Fäusten auf den Gegner loslasst und die Gegnerin. Ansonsten haben wir hier noch Raging Inferno dabei und Deadly Claw, um den Schaden noch weiter auszubauen und haben dann sogar noch Acts of Sacrifice und Holy Verdict mit dabei, um alles, was wir davor im Equipment-Bereich und auch in den Arcana belegt haben, noch weiter voranzutreiben. Also das ist ein Bild, was wirklich auf den maximalen Schaden ausgelegt ist. Und mir bleibt an der Stelle nichts anderes zu sagen, als wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Channels seid, dann überlegt doch mal nach, ob ihr dem Ganzen nicht eine Chance gebt. Alle 2 Tage kommt ein neues Video raus, auch mit aktuellen Skins und Events und allem Möglichen, was es hier so im Bereich gibt. Ich bin Mitglied des AOV Stars Program, also ein Programm für Content Creator, sodass ich da auch frühzeitig an neue Skins und sowas rankomme und euch diese zeigen kann. Und ich freue mich natürlich auch über Likes und eure Comments, wenn ihr denn etwas zu diesem Gameplay oder dem Spiel allgemein zu sagen habt. Nutzt dazu einfach die Kommentarspalte unter diesem Video und fühlt euch frei, eure Gedanken mit mir zu teilen. Von daher, das soll es jetzt erstmal hier vom Gelaber gewesen sein. Lasst uns doch ins Spiel starten, weil darum geht es und darum seid ihr ja auch hier. Viel Spaß! Jo, da geht's auch schon los. Relativ kurzes Video, 10 Minuten auf der Uhr ungefähr. Dann sind wir hiermit durch. Also kurzer Snack-Content für euch heute Abend. Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und genießen. Und ja, nach den ganzen längeren Videos, glaube ich, ist es mal eine ganz willkommene Alternative für euch, auch etwas kürzer zu sehen, wie man durch dieses Spiel hier kommt. Wir haben unten auf der roten Seite unsere Duo Lane. Von daher starte ich hier ganz entspannt erstmal in den Blue Buff, weil ich möchte eigentlich ganken, wenn ich dann Level 4 bin und meine Ult auch habe, weil dann entfaltet so ziemlich jeder Charakter sein volles Potenzial, aber bei Flash durch diese großartige Ult ist es halt einfach nochmal ein Stück geiler und man kann einfach nochmal ein bisschen mehr hier reinfarmen. Jetzt hat sich Lane hier direkt erstmal abfarmen lassen von der Kombination aus. Hier Zip. Und wer war denn da noch? Irgendwer war da ja noch. So, das war jetzt erstmal schlecht gespielt. Superman ist oben auch noch da. Also starke Gegner hier am Start auf jeden Fall oben auf der Duo Lane. Der Solo-Lane. In der Mid-Lane eher so, ja, ich würde es fast sagen, Trash-Hero. Also Krixi gegen Praetor sollte hier gar keine Probleme haben. Krixi, absoluter Top-Tier-Meta-Champion. Praetor hat halt einfach wirklich Probleme, Spells anzubringen, gerade gegen einen Champion wie Krixi, der ja durchaus auch mit einem Knock-Up-Effekt daherkommt und in der Ult möchtest du mit Praetor wahrscheinlich auch nicht irgendwas machen, wenn Krixi gerade durchzieht, weil während du noch Spells am Channeln bist, hat sie dich im Endeffekt schon durch die Ult getötet. Ansonsten hier standardmäßig, ja, nichts Besonderes auf der
Duolane, wir haben eine Alice mit einem Valheim zusammen, das kann gut funktionieren. Sie haben natürlich ganz gute Crowd-Control-Fähigkeiten hier durch Alice mit ihrer S1 und Valheim mit seiner S2. Also die können den Gegner schon ganz gut in Schach halten, aber mit Joker sollte man auch nicht spaßen. Das ist ein Champion, der durchaus Potenzial hat. Ich erwähne es in vielen Videos, er war in der Zeit lang der stärkste AD-Champion, den es im Spiel gab. Und man sollte sich da auf jeden Fall nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also auch wenn es gerade so Picks gibt, wie beispielsweise einen Hayate und Co., ist Joker doch immer noch eine starke Wahl. Insbesondere, weil er halt einfach auch mit den Enhanced Attacks gut was kann. Das habe ich nicht verstanden, was das jetzt sollte, dass Superman sich hier so abfarmen lässt und mir hier auch die Möglichkeit dann direkt gibt, in den Dark Slayer zu moven. Ich habe aus den vorherigen Spielen, wo ich ja gnadenlos verloren habe, mitgenommen, wir haben in diesen Spielen sehr schlecht Objective Control gespielt. Und deshalb war es jetzt mein erklärtes Ziel, uns unter anderem auch, weil der Kodex das verlangt, hier die beiden großen Monster so schnell zu legen, wie es nur geht. Insbesondere auch, wenn gerade halt keiner hinguckt, dann solltet ihr als Jungler immer die Chance nutzen, hier reinzugehen. Wir haben dann hier noch auf der Jungle Lane oder im Jungle des Gegners haben wir hier noch Murat. Der ist an sich keine große Bedrohung. Also Murat ist jetzt kein Top-Tier-Jungler, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, wie ist der Skill der eigenen MitspielerInnen. Wie ist Murat hier auch aufgestellt? Ist der gut? Ist der schlecht? Kann der was? Und muss dann den Spielstil im Endeffekt daran anpassen. Ich habe jetzt hier erstmal einen Kill gemacht und mich dann weiter um meinen Jungle gekümmert, weil ich das Gefühl hatte, meine Leute haben das hier schon im Griff. Aber ich sehe schon auch, dass ich natürlich immer die Augen offen halten muss. Jetzt sehe ich hier oben ist einiges am Laufen. Habe jetzt schon geguckt, wann zirkuliere ich hier mit der S1 rein. Jetzt hat sich's hier gerade angeboten. Superman kommt noch raus, aber er hat sich hier leider dazu entschieden, wieder zurückzukommen. Und wir kriegen direkt einen Double Kill und Krixi kriegt einen Kill und haben damit schon einen guten Vorbau geleistet. So, da Murat jetzt tot ist, kann ich natürlich hier ganz easy erstmal in seinen Jungle und den Jungle hier farmen. Das ist natürlich gerade für AnfängerInnen, falls ihr den Channel hier das erste Mal besucht, immer der Tipp. Wenn der gegnerische Jungler tot ist, dann seid ihr relativ frei mit dem gegnerischen Jungle zu machen, was ihr wollt und könnt da dann erstmal so ein bisschen Farm mitnehmen. Aufpassen, dass ihr nicht genau in die Jungle-Route des Gegners lauft. Gerade in dem Fall, wo ich jetzt hier bin, habe ich ja auch nicht so viele Leben, dass ich da einen großen Counter irgendwie aushalten könnte. Aber habe jetzt gesehen, Murat ist jetzt hier eben schon auf der Duo-Lane aufgegangen. Zack, wir holen uns jetzt hier noch den Kill ab. Hätte ich jetzt auch meinen Leuten überlassen können, aber ich habe gar nicht gedacht, dass ich den hier jetzt direkt one-shotte mit einfach nur einem Move rein. Und der gegnerische Jungle gehört jetzt noch weiter uns. Also das war wirklich sehr bequem. Vielen Dank dafür. Holen uns jetzt hier mit der Ultimate und Valheim zusammen auch nochmal den nächsten Gegner ab. Jetzt haben wir hier einen Joker, der ein bisschen Action will, aber leider die Action an der falschen Stelle gesucht hat. Und ich sterbe leider, weil ich jetzt halt unterm Tower zu lang stand und auch nicht schnell genug rausgegangen bin. Aber was soll's? 16 zu 4, 5 zu 1, 2. Da machst du jetzt nicht wirklich irgendwie großen Problem draus. Und unser Team hat die Gegner ja auch hier komplett im Griff. Also gut rausgespielt das Ganze. Wir können jetzt hier weiter den Tower unter Beschuss nehmen und haben damit jetzt auch gleich den ersten Tower auf dem Weg zum Core geschafft. So, zack, da ist es dann auch passiert. Deswegen, das Spiel ist kurz, weil wir halt auch wirklich einen guten Fokus hatten. Das muss man dazu sagen. Wir haben die Zeit nicht nur genutzt, Kills zu sammeln, 20 zu 4, das an der Stelle ja einfach mal eine Zahl, sondern wir haben eben auch zwei Objectives genommen. In Form von den beiden großen Monstern. Abyssal Dragon habe ich direkt am Anfang gemacht und danach noch den Dark Slayer hinterhergezogen, damit unser Team hier eben den maximalen Effekt auch rausschlagen kann. Und haben dann konsequent jetzt die Duo Lane durchgepusht und das gibt uns natürlich einen entsprechenden Vorteil, weil wenn wir die Lane jetzt rauspushen, haben wir auf jeden Fall immer die Möglichkeit, an anderer Stelle zu wirken. Und so macht man eben übers Spiel hinweg einfach neue Lanes auf. Ne? Wenn du auf einer Lane stark pusht, dann müssen die Gegner verteidigen und das gibt dir die Möglichkeit, als Team einfach auf einer anderen Lane dementsprechend Druck aufzubauen. So, jetzt ist hier der nächste Abyssal Dragon gestorben. Also, das läuft gerade wirklich sehr, sehr gut. Die Gegner sind viel zu sehr damit beschäftigt, defensiv ihre Base zu verteidigen, sodass ich hier im Endeffekt ja, mehr oder weniger auch machen kann, was ich will. Habe jetzt hier gesehen, Praetor kämpft da drüben noch gegen Elayne. Habe das jetzt nicht als wirkliche Bedrohung für unseren Elayne gesehen, wobei ich da vielleicht falsch lag.
Weil der war gerade erst wieder da, kam jetzt gerade zurück. Also habe ich mir jetzt nochmal kurz einen Kill gesnackt. Joker kriege ich jetzt nicht, der hat seine S2 schlauerweise gerade jetzt aktiviert. Also das war ein guter Move, würde ich sagen. So kam er noch raus. Aber ansonsten hätte da auch durchaus ein Double Kill stehen können. Und was ich in der Vergangenheit sehr unterschätzt habe, und darauf hat mich erst ein Video hier in eure Gameplays, mein Review gebracht. Die S1 kann man wunderbar verwenden, um schon mal am Anfang Schaden aufzubauen, wenn man gerade gegen Monster hier im Jungle kämpft. Also nutzt alles, was ihr habt, um euren Clear Speed im Jungle zu erhöhen, weil je schneller ihr raus seid und je schneller ihr eure Buffs im Jungle geholt habt und die Monster getötet habt, desto schneller seid ihr natürlich auch wieder dabei, für euer Team sinnvolle Sachen zu gestalten, wie zum Beispiel hier einen Kill abzuholen. Also nutzt eure Ressourcen, aber schaut natürlich auf der Map auch immer, dass ihr dementsprechend etwas zurückhaltet, falls da ein Gegner mal engagen sollte. So, jetzt sind wir hier nochmal kurz in den Murat gegangen. Ich habe die Ulti jetzt hier defensiv verwendet. Mir war klar, dass ich Murat hier nicht bekomme, aber ich wollte jetzt, da wir gerade einen sehr starken Push nach vorne wagen, auch nicht in die Verlegenheit kommen, jetzt nochmal zu sterben. Das wäre definitiv der falsche Ansatz gewesen. Wir holen jetzt hier nochmal Praetor raus. Zip versucht nochmal hier irgendwie zurückzukommen und hier gegen Krixi zu wirken. Aber ja, ihr seht es schon, das klappt nicht. Ein neuer Double Kill für uns. Leider jetzt hier nicht den 10er voll gemacht. Das wäre natürlich schön gewesen, hier noch den 10. Kill zu holen. Aber das Spiel ist auch schon direkt vorbei. Und ja, ich denke, 10 Minuten ist doch auch mal eine entspannte Zeit, um einfach mal kurz reinzugucken. Kleinigkeit zu essen. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt mit. Fokussiert euch auf die Tower. Schaut im Jungle immer, dass wenn ihr ein großes Monster legen könnt, das tut, solange ihr von Gegnern da nicht behagt werdet. Und dann seid ihr auch gut dabei und kriegt das hier 4 Epic Monster Kills. Also, das haben wir auf jeden Fall richtig gemacht. Auch wenn der Teamscore am Ende gar nicht so gut ist, wie ich eigentlich dachte. 9-7 ist quasi vorletzter Platz. Das hätte ich gedacht, ist anders. 9-1-3 auf jeden Fall. Wir haben halt nicht viele Assists bekommen, aber wir haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass unser Team das hier rauscarried und haben das Spiel jetzt auch endlich mal gewonnen. Und das freut mich natürlich, euch das mitzubringen. Und von daher, ich hoffe, ihr habt das gelernt. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß beim Zuschauen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut und wir sehen uns in 2 Tagen mit einem neuen Video. Tschüss!